Willkommen im device.de. Heute werden wir uns die besten Big Tower PC-Gehäuse ansehen. Das Thermaltake CTE C750TG ist ein hochmodernes Full-Tower-Gehäuse aus der CTE-Serie, das speziell für anspruchsvolle PC-Benutzer entwickelt wurde. Mit seinem eleganten Design und der hochwertigen Verarbeitung bietet es eine Vielzahl von Features, die sowohl für Luft- als auch Flüssigkeitskühlungsoptionen optimiert sind. Das Gehäuse verfügt über zwei 4 mm dicke, gehärtete Glaspaneele, die einen klaren Blick auf die RGB-beleuchteten Komponenten ermöglichen. Es kommt standardmäßig mit drei 140 mm ARGB-Lüftern und unterstützt bis zu 14 Lüfter für maximale Kühlleistung. Zudem bietet es Platz für bis zu 5 Radiatoren, einschließlich einer Unterstützung für 420 mm AIO-Radiatoren an mehreren Positionen. Objektive Nachteile dieses Modells sind die komplexe Kabelführung hinter dem Mainboard und die Notwendigkeit, zusätzliches Zubehör wie eine RISA-Kabelhalterung für vertikal montierte Grafikkarten separat zu erwerben. Trotzdem bietet das Gehäuse eine erstklassige Leistung bei der Kühlung und eine robuste Konstruktion, die für Enthusiasten und Nutzer geeignet ist, die eine professionelle PC-Bauweise schätzen. Zusammenfassend ist das Thermaltake eine ausgezeichnete Wahl für Nutzer, die ein hochflexibles Gehäuse suchen, das sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional ist. Weitere Informationen zum Preis und zur Verfügbarkeit finden Sie auf der offiziellen Webseite von Thermaltake oder bei Ihrem örtlichen Elektronikfachhändler. Das ASUS ProArt PA602 ist ein beeindruckendes Gehäuse für PC-Enthusiasten und professionelle Kreative gleichermaßen. Es bietet eine robuste Konstruktion und eine Vielzahl von Funktionen, die speziell für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen konzipiert wurden. Mit Platz für EATX Mainboards und einer Vielzahl von Kühlungsoptionen, einschließlich Unterstützung für bis zu 420 mm Radiatoren, stellt das PA602 sicher, dass selbst leistungsstarke Systeme optimal gekühlt werden können. Die Gehäusefront maximiert die Luftzufuhr mit einem 15,5 mm dicken Gitter und zwei besonders dicken 200 mm Lüftern, während ein 140 mm Lüfter auf der Rückseite für effiziente Wärmeabfuhr sorgt. Ein Nachteil dieses Modells ist möglicherweise seine Größe, die für kleinere Arbeitsbereiche weniger geeignet sein könnte. Trotz seiner robusten Bauweise und der umfangreichen Kühlungsmöglichkeiten ist es für Nutzer, die ein kompakteres Gehäuse bevorzugen, möglicherweise zu groß und sperrig. Zusammenfassend bietet das ASUS ProArt Gehäuse eine umfassende Ausstattung für Kreative und PC-Enthusiasten, die auf der Suche nach einem zuverlässigen und leistungsstarken Gehäuse für ihr System sind. Weitere Details und aktuelle Preise sind auf den jeweiligen Händlerseiten verfügbar. Das Funtex NV9 ist ein Full-Tower-PC-Gehäuse, das mit seinem beeindruckenden Design und Funktionsumfang sowohl Enthusiasten als auch professionelle Anwender anspricht. Mit seiner großzügigen Bauweise und der nahezu nahtlosen Glaspaneelen bietet es nicht nur Platz für eine Vielzahl von Hardware-Komponenten, sondern präsentiert diese auch ästhetisch ansprechend. Objektive Nachteile dieses Modells sind die fehlende Einschließung des Netzteils sowie der vergleichsweise hohe Preis im Vergleich zu anderen Full-Tower-Gehäusen auf dem Markt. Ein weiterer Aspekt könnte die Größe sein, die möglicherweise nicht für alle Setup-Umgebungen geeignet ist. Zusammenfassend bietet das NV9 eine ausgezeichnete Kombination aus Design und Funktionalität für Nutzer, die ein hochwertiges Gehäuse für ihre Gaming- oder professionellen PC-Bauvorhaben suchen. Für den genauen Preis und weitere Details kannst du die Produktseite besuchen, die im Video beschrieben wird. Das Be Quiet Darkbase Pro 901 ist ein Full-Tower-PC-Gehäuse, das sich durch seine Flexibilität und leistungsstarke Kühlung auszeichnet. Es unterstützt eine Vielzahl von Mainboards einschließlich EATX und XLATX und bietet Platz für bis zu drei 360 mm Radiatoren oder einen 420 mm Radiator. Zu den herausragenden Merkmalen zählen das Qi Wireless Charging für mobile Geräte, ein Touch-Sensitive I/O-Panel zur Steuerung von Lüftern und ARGB-Beleuchtung sowie Unterstützung für bis zu 16 Speicherlaufwerke, was es ideal für High-End-Systeme und umfangreiche Speicherkonfigurationen macht. Objektive Nachteile des Gehäuses sind einige kleinere Konstruktionsfehler wie Probleme mit der Ausrichtung des Seitenteil-Radiatorhalters, was die Installation eines 360 mm Radiators erschwert. Zudem nimmt die Qi Wireless-Ladefläche Platz ein, der sonst für größere Radiatoren genutzt werden könnte. Zusammenfassend bietet das Darkbase Pro 901 eine exzellente Bauqualität und zahlreiche innovative Features für Enthusiasten, die eine leistungsstarke und flexible PC-Bauoption suchen. Weitere Details und aktuelle Preise können Sie über diesen Link erfahren.
Das Johnsbo D500 ist ein geräumiges Full-Tower-PC-Gehäuse, das mit hochwertigen Materialien wie Stahl, Aluminium und gehärtetem Glas gefertigt ist. Es bietet Platz für eine Vielzahl von Mainboards bis hin zu eATX-Größe und ermöglicht die Installation von Grafikkarten bis zu 480 mm Länge, je nach Nutzung der Laufwerksschächte. Die Gehäusefront und der obere Teil unterstützen bis zu drei 120 mm oder 140 mm Lüfter für eine effektive Kühlung. Zudem können bis zu 7 Lüfter insgesamt eingebaut werden, wobei bereits 3 PWM-Lüfter vorinstalliert sind. Ein potenzieller Nachteil dieses Modells ist sein Gewicht von 17,5 kg und die Ausmaße von 250 mm Breite, 620 mm Tiefe und 586 mm Höhe, was es zu einem massiven Gehäuse macht, das viel Platz beansprucht. Das D500 ist ideal für Enthusiasten und professionelle Anwender, die nach einem geräumigen, modular aufgebauten Gehäuse suchen, das umfangreiche Kühlungs- und Speicheroptionen bietet. Mit einem Preis bietet es eine solide Basis für leistungsfähige Gaming- und Workstation-Setups, dessen detaillierte technische Spezifikationen Sie auf der Produktseite bei Amazon.de einsehen können. Das ASUS ROG Hyperion GR701 ist ein Full-Tower-Gaming-Gehäuse, das speziell für Enthusiasten und High-End-PC-Bauer entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Kühlung aus, unterstützt durch Platz für zwei 420 mm Radiatoren und 4 vorinstallierte 140 mm PWM-Lüfter, die über ein AuraSync ARGB-Lüfterhub gesteuert werden können. Das Gehäuse verfügt über großzügigen Platz für bis zu 5 SSDs und bietet eine innovative vertikale Installationszone für zusätzliche Kühlung oder spezielle Beleuchtungskomponenten. Ein potenzieller Nachteil dieses Gehäuses ist seine Größe und das Gewicht, was den Transport und die Aufstellung etwas umständlicher machen kann. Zudem ist der Preis im oberen Segment angesiedelt, was es zu einer Investition für Nutzer mit hohen Ansprüchen an Kühlung und Erweiterbarkeit macht. Zusammenfassend bietet das Hyperion GR701 robuste Konstruktion, umfangreiche Kühlungsmöglichkeiten und eine Vielzahl an Funktionen für fortgeschrittene PC-Bauer. Den aktuellen Preis sowie weitere Details zum Produkt findest du auf der offiziellen Produktseite oder bei autorisierten Händlern. Das Cooler Master HAF 700 EVO ist ein robustes Full-Tower-Gehäuse, das für Gaming-Enthusiasten und PC-Bastler konzipiert wurde. Mit seinem markanten Design aus SGCC-Stahl, Mesh, ABS-Kunststoff und gehärtetem Glas bietet es eine robuste Konstruktion und eine beeindruckende Vielseitigkeit. Objektive Nachteile sind unter anderem die beträchtlichen Abmessungen und das Gewicht des Gehäuses, was den Transport und die Platzierung erschweren kann, besonders in kleineren Umgebungen. Zudem könnte das Design für manche Nutzer etwas zu kantig oder auffällig sein, je nach ästhetischen Vorlieben. Zusammenfassend bietet das HAF 700 EVO eine beeindruckende Kombination aus robustem Design, hoher Kühlleistung und umfangreicher Erweiterbarkeit für anspruchsvolle PC-Projekte. Es ist ideal für Nutzer, die Wert auf flexibles Customizing legen und eine leistungsstarke Kühlung für ihre Gaming-Hardware benötigen. Den aktuellen Preis und weitere Details zum Produkt kannst du auf der Produktseite finden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!